Einen schönen guten Morgen aus Bad Schandau. Ich mache mich jetzt gleich auf dem Weg Richtung Kirnitschklamm und dem Wasserfall dazu. Hoffe, das Wetter bleibt halbwegs stabil. Es nieselt die ganze Zeit. Ich werde jetzt am Anfang im Wald wieder nicht ganz viel filmen, wie ihr seht. Es ist 6:30, es ist noch recht dunkel und im Wald werden die Aufnahmen dann eh nicht so besonders. Es soll ein regnerischer Tag werden. Ich habe den Rucksack mal gut gepackt mit allem, was so dazugehört für so einen Tag. Und werde jetzt mal loslegen. Also wie immer, bleibt dran. Ja, mittlerweile ist es schon ein bisschen heller. Ich bin jetzt hier Höhe Beutenfall. Und dachte mir so, das ein oder andere Eckchen kann ich euch schon mal wieder zeigen. Das müsste man jetzt gut erkennen können. So wie hier mit der Brücke, finde ich sehr schön. Ja, ein verfallenes Hotel. Mal schauen, ob ich da gleich noch rüber gehe. Mal gucken. Oh, ansonsten ist es sehr frisch. Immer noch. Aber es regnet gerade nicht. Deswegen ist es eigentlich schon wieder ganz klasse. Ja, der Weg hier ist wieder schön. Teilweise so ein bisschen fordernder. So wie hier. Ja, ist wieder zu dunkel, glaube ich. Aber es wird schon gehen. Hier kommt zwischen diesen beiden Ruinen auch so ein kleiner Wasserfall runter. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Ich versuche es mal ein bisschen ranzuzoomen. Dann wird es nur noch dunkler. Ich mache mal ein Foto, das geht auf jeden Fall besser und füge das hier ein. Ja, hier steht jetzt mal wieder Lichteneiner Wasserfall, 10 Minuten. Man kann auch den Flößersteig, Schwierigkeitsstufe, schwierig, geht auch 10 Minuten. Deswegen werde ich mal den Flößersteig nehmen und ja, einfach mal testen. Wenn es nicht geht, kann ich immer noch den anderen nehmen. Der soll eine Viertelstunde dauern. Aber schwierig hört sich auf jeden Fall auch nach interessant an. Ja, zwischenzeitlich geht es dann halt hier so an der Straße entlang, wo auch diese Kirnitschtalbahn fährt. Ich glaube, ab 8, 9 Uhr oder sowas müsste ich nachschauen. Aber ich möchte ja auch laufen und nicht fahren. Entlang des Baches hier geht es auch an der Straße. Hier kommen so alle 2-3 Minuten mal Autos. Also daher, alles gut. Hier wieder schön zu sehen, diese einzelnen Platten von dem Sandstein. Wie die so aufeinander liegen. Auch hier. Die meisten Häuser, die man so hier am Wegesrand sieht, die eigentlich wunderschön gelegen sind, sind total verkommen. Eigentlich schade drum, aber wahrscheinlich ja, rechnet sich das hier einfach nicht, sowas wieder aufzubauen oder instand zu halten. Eigentlich schade drum. Hier nochmal so ein recht altes Hinweisschild, Bad Schandau, 7,2 Kilometer, beziehungsweise da hieß es nur Schandau, noch nicht Bad. Und jetzt muss ich mal gucken, ob es hier hochgeht oder nicht, ich habe gerade kein Schild gesehen. So wie ich das Schild verstanden habe, geht es dann nach Hinterhemmesdorf und zwar ein Radweg, auch sehr schön da hoch, aber ich bin ja heute zum Laufen hier, habe das Fahrrad zwar mit. Das ist vielleicht auch mal eine Idee, das auszuprobieren, aber ich glaube eher nicht. So, ich bin jetzt hier an der Wirtschaft Lichteneiner Wasserfall angekommen. Die ist äußerst gepflegt. Tolle Ecke hier. Allerdings stehen jetzt hier keine Hinweisschilder mehr. Also muss ich einfach mal gucken, ob ich dran vorbeigerannt bin, so tüdelig wie ich manchmal bin. Aber ich denke mal, das wird hier jetzt sein, weil Lichteneiner Wasserfall heißt das Gasthaus, kann der Wasserfall ja eigentlich nicht weit sein. Ja, ich bin tüdelig. Und zwar ist direkt hier an dem Gasthaus natürlich auch der Lichteneiner Wasserfall. Ich hatte mir das irgendwie vorgestellt, dass das mitten in der Pampa ist. Daher
war ich jetzt überrascht, dass das doch hier ist. Und dachte, ich wäre falsch gelaufen. So ist das manchmal mit der Vorstellung und wie es wirklich ist. Schönes Fleckchen, muss man ja echt sagen. Wenn es jetzt mehr geregnet hätte, wäre es wahrscheinlich noch interessanter. Ich mache mal ein, zwei Bilder, damit man das besser erkennt. Ja, eine wunderschöne Ecke. Kann man nicht viel mehr zu sagen. Also hier so der Lauf des Wassers. Wunderschön. Ich stehe jetzt hier schon ein paar Minuten und schaue mir das an. Ich weiß nicht, ob ihr das da auch erkennen könnt, wenn ihr das mal schaut hier. Aber es ist ein schöner Ort, vor allen Dingen um die Uhrzeit, wo noch keiner hier ist. So, 8 Uhr müssen wir jetzt haben. Ja, da ich vorhin den Einstieg zu dem Flößersteig irgendwie verpasst habe, gehe ich jetzt über den Flößersteig Richtung Beutenfall. Also die Beschilderung auf diesem Wanderweg hier ist echt bescheiden. Man kommt jetzt hier raus, steht vor so einer Straße. Da oben könnte man hochgehen, aber genauso gut könnte man da runtergehen oder da hochgehen. Ich probiere einfach mal hier diesen oberen Weg, weil hier sind definitiv keine Schilder. Da ist zwar hier dieses rote Zeichen jetzt an der Mauer, was auch den Weg ja auf den Weg hinweist, aber es könnte auch sonst wohin führen, ne? Ich gehe da mal lang. Dies wird wieder ein Sabbelvideo, wie ihr merkt. Es wird auch wahrscheinlich nicht ganz so lang wie die anderen, weil die erste Stunde durch den Wald hier, ja, gute Stunde, war ja noch dunkel, aber so richtig hell werden will es auch nicht. Dank des Regengebiets, was hier gerade so drüber zieht. Aber nicht meckern, jetzt gerade ist es trocken. Das ist die Hauptsache. Seht ihr die ganzen Blätter, die hier runterwehen? Auch das ist was Schönes im Herbst. Noch hört man sie ja nicht beim Laufen, wenn es so knirscht, aber schön aussehen tut's, auch wenn sie nur so durch die Luft wehen. Teillicht hier schon, wie ihr sehen könnt, aber das knirscht noch nicht so richtig. Ist noch zu feucht. Aber der Flößersteig hier wird immer schöner, wenn er das denn ist. Wo ich mittlerweile von ausgehe, lässt sich toll laufen. Auf dem Parkplatz, wo ich heute Nacht übernachtet habe, war noch ein älteres Pärchen, beide schon Rentner, mit so einem Marco Polo, und die erzählten erstmal, ja, wissen Sie schon, sind ja jetzt Wölfe hier gesichtet worden, aber da brauchen wir ja keine Angst vor haben, die haben ja mehr Angst vor Menschen als umgekehrt. Das mag wohl sein, aber wenn man dann hier so durch den Wald rennt und solche Felsvorsprünge sieht, da denkt man doch gleich immer an irgendwelche schlechten Filme, wo dann oben auf der Spitze der Wolf steht und Mond anjault. Muss ich jetzt dauernd dran denken, weil die das gestern erzählt haben. So ein Blödsinn, aber man hat das doch irgendwie so im Hinterkopf. Wahrscheinlich mit diesen Urängsten der Menschen zu tun, ich weiß es auch nicht. Oh, schön. Da ist eine Hütte. Wie heißt die? Blockstockblick. Ja, auch nett. Aber hier geht's erstmal stetig den Wald hoch. Ich habe jetzt mittlerweile auf den grünen Weg gewechselt, weil ich von dem roten leider keine Schilder mehr gesehen habe. Oder ja, diese Farbkleckse.
Kann daran liegen, dass hier extrem viele Bäume umgekippt sind. Nein, nicht extrem viele, aber viele Bäume umgekippt sind und somit auch die Markierungen fehlen. Wenn ich mich aber richtig erinnere, stand da unten irgendwo grün, wo ich im Beutenfall war. Und daher gehe ich jetzt mal den grünen Weg weiter. So von der gefühlten Richtung her müsste das passen. Ach, da hinten sieht man nochmal so einen kleinen Wasserfall. Ja, da geht der Weg jetzt natürlich nicht lang. Ich zoome das Ganze mal und hoffe, das geht. Ja, man müsste es erkennen können. Wunderschön wieder. Da ist wieder so ein schöner Wasserlauf zu sehen. Und das heißt, ich bin auch auf dem richtigen Weg, weil das Wasser ja letztendlich nach unten fließt. Und Beutenfall war ja unten am Bach. Also, alles gut. Da unten sind die beiden Häuser jetzt zu sehen, wo ich vorhin zwischendurch diesen Mini-Wasserfall fotografiert habe, beziehungsweise gefilmt, was ein bisschen dunkel war. Da komme ich jetzt gleich raus und kann dann wieder auf die gegenüberliegende Seite in den Wald. Ja, auch hier hat das Wasser sich seinen Weg gesucht. Von vorne sah das Ganze ja noch halbwegs ansehnlich aus. Stand ja extra das Schild zu verkaufen, Sonderpreis. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum das vielleicht ein bisschen günstiger angeboten wird. Aber wer hat schon einen eigenen Wasserfall im Garten? Ist ja auch nicht zu verachten. Ja, jetzt weiter hier auf dem Weg Richtung Kuhstall. Komme ich hier an so einem Häuschen vorbei. Man kann schlechter wohnen, glaube ich. Echt eine schöne, ruhige Ecke. Jetzt werden sich einige wundern, die die Strecken vielleicht kennen. Ich bin jetzt im Grunde, nachdem ich diesen Flößersteig da gelaufen bin, wieder zurück an der Straße lang. Das war nur so 10, 15 Minuten. Und dann diese gelbe Route weiter Richtung Kuhstall. Also von der vom Beutenfall wieder Richtung Hygienisch Wasserfall, genau. Und dann weiter Richtung Kuhstall. Ich merke so ein bisschen von gestern diese vielen Treppen und also was ihr jetzt in den letzten beiden Videos gesehen habt, war ja ein Tag. Es waren ja über 20 Kilometer auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau. Und werde daher das Ganze heute für meine Verhältnisse auf jeden Fall ruhiger angehen lassen. Es werden dann insgesamt heute vielleicht so 10, maximal 15 Kilometer, denke ich. Habe ich es schon mal erwähnt, dass hier so Region Bad Schandau speziell das Handynetz gerade mal so bei E ist. Und jetzt renne ich hier mitten durch die Pampa und gucke auf mein Handy wegen der Uhrzeit und sehe 4G. Unglaublich. Erstmal Kontakt nach Hause geknüpft direkt. Ein paar Bilder geschickt. Und ja, man freut sich, dass man dann so diese ganzen schönen Sachen auch mit den Daheimgebliebenen so ein bisschen teilen kann. Was in Bad Schandau leider nicht möglich ist, Bilder zu senden. Da bin ich schon immer froh, wenn so eine Nachricht mal rausgeht, ohne Bilder. Das freie WLAN in Bad Schandau ist auch mäßig. Wenn man Glück hat, wählt es ein, aber bricht auch immer wieder zusammen. Weil ich auch mal so die ein oder andere Sachen online nachgucken wollte, was aber sehr schwierig ist. Das werde ich dann nachher
mal hier im Wald machen. Und vielleicht den einen oder anderen Screenshot, dass ich die Infos dann auch habe. So, wieder genug gesabbelt. Ich glaube, hier hat sich irgendjemand an der Skulptur versucht. Leider. Ja, wobei, wenn man so von der Seite guckt, könnte schon irgendwie so ein Adlerkopf sein oder sowas. Naja, aber der Versuch zählt. Hier sind jetzt auch die ersten Felsen wieder zu sehen. Und da hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Ich denke mal, dass da bald der Kuhstall sein wird. Und hier kommt das sagenumwobene Gewölbe des Kuhstalls. Oh, hier pfeift ganz schön der Wind. Ja, lässt sich nicht leugnen. Herbst ist Herbst. Und ohne Mütze und Co. geht es gar nicht. Der Kuhstall ist mit 11 Meter Höhe und 17 Meter Breite nach dem Präbischtor das zweitgrößte Felsentor des Elbsandsteingebirges. Die Kuhstallhöhle inspirierte viele Künstler. Ja, das muss ich euch nicht alles vorlesen. Ich gehe jetzt erstmal mit euch durch. Und dann kann man da links noch so eine Treppe runtergehen. Ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr, aber der Wind brummt hier ganz schön um die Ohren. Ja. So ein kleiner Schwenk. Also das ist schon riesig. Wenn man hier so durchkommt. Oh, da geht's hoch zur Himmelsleiter. Ja, ist gebongt. Himmelsleiter hört sich gut an. So, jetzt bin ich aus dem Tünnelchen wieder raus, aus dem Kuhstall. Und schon ist es mit dem Wind angenehmer. Das ist echt so eine richtige Sogwirkung da drin. Mal so einen kleinen Schwenk hier rundum. Diesmal ohne große Erklärungen, weil ich nichts Falsches sagen will und gerade nicht sicher bin, zu welcher Seite ich stehe hier, welche Steinchen das sind. Aber das Ganze mal ein bisschen gezoomt. Ist doch gleich wesentlich beeindruckender. Jetzt bei dem starken Zoom versuche ich das Ganze wieder langsam zu machen, was mir nicht immer gut gelingt. Jetzt, wie gerade angesagt, hinauf zur Himmelsleiter. Also man muss einfach hier sein, man kann das auf so einem Film nicht festhalten. Das ist unglaublich, welche Dimensionen das hier hat. Welche Weiten und ja, keine Ahnung. Da drüben sieht man die Tschechei auf jeden Fall schon. Ja, und ich gehe jetzt hier weiter hoch. Mal sehen, ob ich die Kamera eben anlassen kann. Nee, lieber nicht. Wie ihr sehen könnt, sehr schmal, wieder nur so, dass zwei Füße auf die Stufen passen und kein Geländer. Da muss ich mich schon festhalten, sonst schaffe ich das nicht. Also es geht doch halbwegs, weil es teilweise so eng ist, dass ich mit der Schulter eher an der Wand bin. Deswegen kann ich hier gerade auch mal was zeigen. Aber nichts für schwache Nerven. Trotzdem ein super Erlebnis. Jetzt ist es wieder angenehm. Das Gute ist, dass um die Uhrzeit noch keine Menschenseele hier anscheinend unterwegs ist und bei den Wettervorhersagen sollte ja schütten, aber nix. Glück gehabt, außer so ein bisschen heute Morgen. Naja, kein
keiner hier. Der volle Genuss für mich. Und ja, für euch, die hier zuschauen. Ohne viele Worte. Mal darüber, da steht gerade Achtung Stechgefahr. Ich muss mal gucken, ist wahrscheinlich schon vorbei die Zeit, aber um da jetzt rüber zu kommen, muss ich die Kamera wegpacken. Also hier sind Hornissennester, daher sollte man davon fernbleiben, weil sie ja schon auf süße Düfte oder Neonkleidung reagieren. Ich habe jetzt weder noch, aber ich bleibe mal davon fern. Gucke mal eben hier noch so ein bisschen drüber, aber auch nur ein bisschen. Boah, der Wind drückt, Leute. Das gibt's überhaupt nicht. Ich habe meine Hand so ein bisschen vor dem Mikro, weil die Puschel alleine schaffen das, glaube ich, schon nicht mehr. Ja, muss auch zurück. Ja, jetzt bin ich da oben aus dem Wind raus. Also, wir haben ja nur 3 Grad oder 4 Grad gehabt heute Morgen. Und ja, in dem Wind, das fühlt sich echt frostig an. Hier geht es jetzt so ein paar Stufen runter auf der anderen Seite. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn ihr von diesem Kuhstall die Himmelstreppen hoch seid und auf der anderen Seite runter, folgt man dem Schild Richtung Bergungsbox. Da kommt man hier hin. Und das sieht doch wohl mehr als genial aus. Ich weiß nicht, wie weit das so geht, aber ich freue mich. Also wer hier durchgeht, man hat nicht ganz viel Platz nach unten. Wie ihr seht, ich knie schon fast und habe an meinem Kopf direkt die Decke. Also, ja, hier kommt man dann raus und wird hier so ums Eck geführt. Wie ihr seht, es ist alles ein bisschen enger, aber der Rucksack schleift. Ja, geht. Geht auch kaum runter hier. Ah, auf der anderen Seite sieht es auch so aus, als wenn man da irgendwo am Fels hergehen könnte. Ich sage ja, wenn man hier einmal loslegt, dann gibt es 1000 Möglichkeiten, wo man hergehen kann. Oder vielleicht auch nicht hergehen sollte. Erdlöcher. Und wenn man ganz mutig ist, kann man auch hier noch weiter. Und das führt da rechts rum in so einen richtigen Gang. Das werde ich aber alleine definitiv nicht machen. Falls da was schief geht, weiß keiner Bescheid. Ja, und wenn man hier rauskommt, steht man vor so einem kleinen Geröllfeld, wo es aber anscheinend auch durchgeht. Irre, irre, irre. Also der Weg wird immer abenteuerlicher. Man sieht, dass das hier richtig ausgetreten ist. Aber ganz schön anstrengend jetzt. Aber ich versuche es weiter. Also ich bin jetzt hier so nah an den Felskanten, dass ich nicht weitergehen möchte und werde. Ich zeige euch die andere Seite gleich eben nochmal. Aber hier drehe ich definitiv um. Man könnte hier jetzt noch weitergehen. Aber das ist mir persönlich zu heikel. Deswegen werde ich gleich da hinten rüber klettern und zurück auf den normalen Weg. Hier kann man noch rein. Es ist schon alles ein bisschen einschüchternd, finde ich. So beeindruckend und schön, wie es ist. Aber da will ich nicht weiter. Und da traue ich mich nicht weiter. Also Rückzug. Also es wird deutlich stürmiger. Die haben ja gesagt, dass von Westen diese Schlechtwetterfront kommt. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal auf den Rückweg begeben. Auch wenn es hier noch einiges zu sehen gibt. Aber ich bin ja noch ein paar Tage hier. Und ob ich jetzt noch den einen oder anderen Abzweig mache, entscheide ich einfach spontan, je nachdem,
wie die Wetterlage sich entwickelt. Hier oben am Kuhstall gibt es übrigens noch so ein Gasthaus, was anscheinend auch bewirtschaftet ist. Da standen vorhin schon ein paar Autos. Also könnte man da zur Not wahrscheinlich auch eben ein bisschen was essen, was trinken. Was ich nicht vorhab. Aber falls einer von euch das mal in Erwägung zieht, hier hinzukommen, das soweit zur Info. Und so schön eingedeckt ist es hier schon an diesem Gasthaus. Jetzt hat leider der Regen angefangen. Ich laufe erstmal noch ein bisschen ohne Regenhose, weil das doch immer sehr warm ist. Und hoffe mal, dass ich hier im Wald so halbwegs geschützt bin, solange es nicht stark regnet. Hört ihr das Prasseln von dem Regen? Hört sich ja schon toll an. Ich freue mich nicht, dass es regnet, aber das Geräusch ist super. Ja, wie man vielleicht sehen kann, ich bin jetzt wieder am Bulli angekommen in Bad Schandau. Hab ein Tagesticket gelöst hier, 24 Stunden, 5 Euro. Stehe direkt an der Elbe. Habe ich ja heute Morgen, glaube ich, schon gezeigt, ne? Ja, ich glaube ja. Und habe erstmal trockene Sachen angezogen, mache mir hier jetzt, ja, muss ich mal ein bisschen heller machen, mal eben Licht anmachen. So, mache mir hier gerade was zu essen. So ein bisschen von so kleinen Cabanossi in Schaf. Die werden erst so ein bisschen ausgekocht, angebraten. Dann gibt es noch einen Reis dabei und fertig. Um das Ganze hier drin so ein bisschen angenehmer zu machen, habe ich hier immer mein... Mein Stöfchen. Oh, das Feuerzeug will nicht mehr. Naja. Und zünd dann immer so ein, zwei Kerzen parallel an. Wenn es denn gehen würde. Vorführeffekt. Aber es geht ja auch so. Meistens. Auf jeden Fall ist es so, wenn man die hier dann anhat und den Terrakotta-Topf dann da drauf stellt. Ja, wird schon heiß. Na, wo habe ich den Topf jetzt hingetan? Habe ich jetzt den Topf wieder weggepackt? Nein. Doch. Ja, dann muss ich den gleich rausholen, sobald ich fertig bin mit dem Essen kochen, weil das ist jetzt hier im Schrank, wo ich jetzt gerade nicht drankomme, so gut. Naja, auf jeden Fall kommt hier der Terrakotta-Topf drauf, der erhitzt sich schön und dann ist es hier drinne auch ganz angenehm nachher. Also, essen, hinsetzen, rausgucken, lesen. Das war's, macht's gut, euer Markus.